Die Lokalbahn Gmunden-Forchdorf verbindet die Traunseestadt mit der Welt. Seit 125 Jahren ist bei der Gmundener Straßenbahn alles auf Schiene. Und genau diese müssen gelegentlich auch einmal einer Rundumerneuerung unterzogen werden. Von 10. Oktober bis 11. November 2022 wurden zwischen Tennisplatz und Arkadenstraße dringend notwendige Unterbau- und Gleisbettsanierungen durchgeführt. Die Bauetappen beginnen erstmal mit dem Gleisabtrag, dann mit der Erstellung der Mastfundamente. Hier ist geplant, die Mastanlagen komplett zu erneuern. Der zweite Schritt ist der Rückbau der Gleise, das Zerlegen des Gleisgestänges, alles zu sortieren und zu verladen und natürlich auch zu entsorgen. Aufgrund der sehr beengten Platzverhältnisse muss das alles so just in time funktionieren. Beim in die Jahre gekommenen Gleiskörper erhielt der Unterbau eine neue Tragschicht inklusive Drainage und Ableitung in das Bestandsentwässerungssystem. Die alten Holzquerschwellen sind nun Geschichte. Denn der Oberbau erhielt nicht nur ein neues Schotterbett, sondern auch 160 moderne, korrosionsgeschützte, verzinkte Schienenschwellen. Die Y-Stahlschwellen haben den großen Vorteil, dass sie den Längsverschiebewiderstand und den Querverschiebewiderstand im Gleisbett erheblich erhöhen und daher die Gleisstabilität insgesamt stark verbessert wird. Um für die Fahrgäste ein Höchstmaß an Annehmlichkeit und Sicherheit zu bieten, sind diese Investitionen in die Infrastruktur notwendig. Erstens mal wird der gesamte Fahrkomfort ruhiger. Es sind auch die Schienen noch heute geschliffen worden, beziehungsweise werden sie gerade geschliffen. Und es ist insgesamt die ganze Gleisbettung stabiler gegenüber der alten Gleisbettung. Es ist das Gleis lückenlos verschweißt. Und das Schienenprofil, was jetzt eingebaut worden ist, ist auch stärker als das alte Schienenprofil gewesen ist. Und insgesamt ist es natürlich eine eklatante Verbesserung gegenüber dem alten Zustand. 360 Laufmeter Neuschienen, 440 Laufmeter Granitsteinleisten und 250 Tonnen Granitgleisschotter wurden auf der Sanierungslänge von 216 Metern verbaut. Die Herausforderungen sind in diesem speziellen Bereich innerstädtisch bestehende Infrastrukturanlagen, also sprich Hochspannungsleitungen, also in dem Fall in der Erde verlegt, 10 kV, 10.000 Volt Anlagen und natürlich auch immer das Verhältnis mit dem Fußgängerverkehr, mit dem öffentlichen Verkehr. Es ist alles sehr eng und es sollte so weit wie es geht reibungslos verlaufen. Eine Lichtsignalanlage sorgt bei der Eisenbahnkreuzung künftig für mehr Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und als Fahrbahnübergang erhöhen 22 Bodan Mittelplatten der Gmundner Fertigteile nun den Komfort. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt die Arbeiten abgeschlossen haben. Die Professionisten haben tadellos gearbeitet die letzten Wochen. Das hat alles gut funktioniert, ist alles im Zeitplan. Und für die Fahrgäste heißt es, dass wieder alles gut funktioniert, dass die Tram wieder fährt und dass wir wieder pünktlich zum Bahnhof kommen. 60 Höhenmeter und eine Steigung von bis zu 10% überwindet die steilste Stadtregio-Tram der Welt. Das macht auch die Bauarbeiten einmalig.